Jo Leute, ich bin's wieder, euer DJ, und ich heiße sehr herzlich hier in War Thunder. Es geht wieder los mit Schiffe fahren, mit den Briten, steht schon alles bereit. Inklusive, sie haben ja am Battle Rating wieder was gefuhrwerkt. Was das angeht, ich tue unten in die Infobeschreibung einen Link, dann könnt ihr euch angucken, welches Fahrzeug und pipapo, ne, geändert worden ist im Rating. Da haben sie wirklich an jeden irgendwo angepackt. Bei manchen Flugzeugen, wo ich mir so sage, yo, naja, hätten sie mal nicht gemacht. Die Arado zum Beispiel ist jetzt auf dem Rating von 8.0 wieder gelandet. Die witzige Situation ist halt 8.0er Rating. Es gibt kaum noch richtig viele Fliegerschlachten auf 8.0. Also, ja, gut realistisch, okay, Sim auch, aber in Arcade, da müssen wir uns regelrecht den Wolf warten. Also da habe ich schon mal so Rekorde rausgeholt von über 5 Minuten Wartezeit. Was soll's. Ja, selbst bei den Briten hier, die Firecrest, also das Kampfgruppenflugzeug hier, hat jetzt ein Rating von 2.7, hätte ich jetzt nicht getan, weil die Maschine ist deutlich besser als 2.7. Aber gut, das lassen wir jetzt mal im Raum stehen, ne, ist halt so. Ist deren Idee. Wenn jetzt einer die Frage hat, warum machen die das eigentlich ständig? Statistikwerte. Statistikwerte einfach. Die Flugzeuge, die am meisten gespielt werden, die werden dann halt im Rating ein bisschen hochgeschraubt. Die kaum geflogen sind, die werden dann ein bisschen runtergeschraubt. Dann kommen dann noch Situationen dazu. Spieler, die sich beschweren, ne, warum ist das Flugzeug auf der und der Höhe, pipapo, oder der Panzer da und da, so verläuft das halt. Würde sich keiner beschweren, ne, und sagen, das ist ungerecht, das und das und das, dann würden sie das Ganze nur aus Statistikpunkten machen. Ne. Gut, dann wollen wir mal starten, auf in die Seeschlacht. Wie ihr wisst, ich bin kein großer Fan von den britischen Schiffen, aber allmählich haben sie ja schon so ein bisschen mehr auf dem Tacho und allmählich fange ich ja auch an, langsam mal mehr voranzukommen. Sie, übrigens, bei den Schiffen haben sie auch bei manchen was geändert, mit dem Rating. Hier die Enterprise, ich weiß nicht mehr so ganz, ich glaube, die wurde auf 5.0 gesetzt oder wurde runtergestuft, ich weiß es persönlich nicht mehr. Aber überall haben sie rumgedeichselt, das steht mal fest. Die Belfast, unser Angstgegner, die wurde auf ein Rating von 6.0 geschoben. 6.0. Die werden wir so schnell nicht sehen. Also ich habe jetzt, okay, ich habe jetzt hier ein Rating von 5.3. Vielleicht doch, vielleicht werde ich doch aufgestuft, ne? Vielleicht werde ich doch auf hohe. Aber vielleicht, vielleicht. Aber es ist immer noch das alte Lied mit den Seeschlachten, wie ihr seht. Es dauert, bis du eine Schlacht kriegst, weil einfach zu wenige die Seeschlachten spielen dabei. Angeblich sind über 105.000 paar zerquetschte gleichzeitig online. Gut, die wollen jetzt von den noch, ich weiß gar nicht, haben noch Event laufen? Ich weiß es nicht. Ich gucke da eigentlich gar nicht mehr drauf. Ich mag das Event nicht, daher, wenn es noch am Laufen ist, na gut. Ich hab jetzt durch das Event ein bisschen was extra gemacht an Asche, das natürlich genutzt wird, um halt diese Schlüssel ranzuholen, und dann werden wir demnächst, werde ich mal wieder hier die Tombola nutzen und hier wieder Kisten öffnen, ne? Das steht auf jeden Fall mal an. Vielleicht am Mittwoch, Leute, schauen wir mal, so wie ich gerade bockig bin. Im Übrigen, ich habe rausgefunden, wie man dieses Zielsystem hier, wie man das ausschalten kann. Allerdings ist das Ganze dann weiterhin trotzdem ein bisschen kompliziert. In der allgemeinen Einstellung gibt es nämlich die Möglichkeit realistisches Zielen. Dann habt ihr nicht dieses Hilfeteil dabei. Aber irgendwie weiß ich dann nicht. Also manchmal will es mit dem Zielen, mit dem Schießen dann gar nicht mehr so richtig funktionieren. Habe ich so das Gefühl, vielleicht kurz noch eine meine Schüsse. Die fliegen jetzt noch genüsslich durch die Gegend. Und das Zielsystem hier rechnet das falsch. Seht ihr? Kaum setze ich vor, setze das Ding auch nach und sagt, oh, du hast ja recht. Ja.
Also wenn ihr auf realistische Ziele umstellt, dann ja. Meine Güte, ey. Aber ich kleiste ihn auch ganz zu. Ein bisschen. Nicht überwältigen. Wir wechseln mal auf die SAP-Munition. Würdet ihr bitte das Feuer löschen? Faule Seemänner hier. Sau faul. Echt faul. Mit der Aussage des weiblichen Wesens in meiner Wohnung hier, eine Frau hätte das Feuer schon längst gelöscht. Ich sag das jetzt so. Ich weiß es nicht, ob das schon, ne? Es gibt auch Frauen, die werden so panisch, dass sie gar nichts hinkriegen. Habe ich auch schon gesehen. Ich bin so auf das Legewesen, das sie umliefert. So. Komm schon, mach weg, die Sau. Geht drauf. Boom. Oh oh, kommt noch über den Kamm drüber. Ah, so la, kommt so krass noch über den Kamm drüber, aber das war's dann auch. Nicht mehr in Sichtweite, schade eigentlich. Was haben wir denn da hinten? Oh, fuck. Oh, lucky. Oh shit, das sind scharfe Baute. Es ist nicht so schön, wenn die Torf scharf verbaut sind. Was? Was? Oh, ich sehe es jetzt erst. Ich denke so. Was? Was ist das Ding? Ist hier eine Insel in der Nähe? Jupp, hier ist eine Insel. Oh, C43. Come on, Alter. Der ist ganz schön schnell. Da schießt nicht vorbei. Der ist schnell unterwegs. Oh, der nimmt gerade meine Geschütze auseinander, die Saftsäcke. Mehr steuern, also ist mein Captain tot. So, was ist das? Oh, eine Porter, jetzt sehe ich das. Ah, komm. Oh, die brennt, sie brennt, sie brennt, sie ist gut. Oh, ist gut, 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 gut. Die Porter brennt, Leute. Die Porter brennt, das ist gut. Komm, 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 komm. Sehr schön, schön raushauen. Ja, wir haben ziemlich schnelle Nachladezeit mit dem Ding hier. Also ich habe überall ein bisschen Damage hinterlassen, keinen absoluten Kill gemacht. Aber das ist doch auch schon mal was ich hier mache. Ah, schade. Die Totbruchbeschädigung hat nicht mehr gereicht. Aber hier sind einige mit kaputten Kesseln und viele andere Sachen. Ich glaube, punktetechnisch reicht es aus, um Flugzeug zu nehmen. Aber wir gehen jetzt erstmal Enterprise rein. Machen wir der noch ein bisschen Action. Sieht ganz schön hier ab, ey. Also ich habe ja schon lange keine Seeschlacht mehr gehabt, so richtig, wo so ganz schnell zum Tacho ging. Also, oh, der ist flink, der ist flink unterwegs. Der muss aber sehr weit außen vorhalten, sehr weit. Sehr weit. Ja, seht ihr, das war nicht mal weit genug. Der ist sehr schnell. Das ist eine Vermutung. Es könnte eine Phelps sein. Könnte eine Phelps sein, muss nicht. Könnte natürlich auch eine Spokenoi sein. Wir sind auch sehr schnell unterwegs. Was es auch ist, er ist sehr schnell aktiv unterwegs. Oh, schöner Treffer. Alter, hat es nicht ausgereicht dafür, was ich geplant habe. Er ist, ja, jetzt macht der Rückwärtsgang. Da ist er nicht mehr so schnell unterwegs. Ein guter Rückwärtsgang hat er ja schon. Boom. Oh, das war ein sauberer Treffer. Das sind seine Flakgeschütze. Also wer jetzt als nächstes wieder mit dem Flugzeug ranfliegt, um den zu klatschen. Ne? Obwohl. Ich glaube, der ist schnell repariert. Da sind Hauptgeschütze-Reparaturen deutlich, ne? Oh, okay. Na, schade. Egal. So, was ist denn hier alles noch Schlimmes drin? Oh, eine Moffett. Eine Relate. Oh, ME-264 fliegt gerade oben rum. Die Eskimo.
Oh, Kacke. Ja. Fletcher, das kennt, hier ist nichts Übles dabei. Also, gut, die Moffats, wie ihr kennt sie vielleicht noch. Viele von euch kennen sie noch. Oh, da oben ist das Monster. Die Moffette ist zu unterschätzen. Wenn ich da reinfahre, Leute, gehe ich drauf. Das steht mal fest. Das ist die ganze Feindeswelle. Und das gehen aus. So, wir müssen C einnehmen. Unbedingt. Oh mein Gott, das ist ja da oben an. Wenn dann so hochschießen, ne? Ja, geht dann. Das kann noch übel enden. Ach, da ist eine Garnier. Der bombt sich gleich den Weg durch uns. Ah, der hat die Kraschni drin im Blickfeld. Guckt euch das mal an, wie der da anfliegt. Der nimmt die Kraschni aufs Korn. Kollege, bewegt deinen Arsch da weg. Oh, Torb. Nein, ist nicht Torb. Wo die Scheiße da oben runter? Ich mach was total Dummes jetzt. Obwohl, nee. Ich hab noch Zeit abzudrehen. Das werde ich auch tun. Das Politikbereich. Nee, doch nicht mehr. Ich hab keine Zeit mehr abzudrehen. Ich habe keine Zeit mehr zu abdrehen. Schade eigentlich. Jo, hi, mach mal Platz. Okay, da vorne ist ein Fletcher, würde ich mal sagen, oder sowas. Da ist was ziemlich Großes, wo ich nicht markieren kann erstmal. Wow, sauber getroffen. Man muss den Bruder nicht mehr auflaufen, das können wir uns jetzt nicht erlauben. Noch so ein Treffer, guck mal. Mach schneller. Und nochmal. Scheiße, ja. Oh, jetzt müssen wir hier schnell weg. Oh mein Gott. Nein. Oh. Keine Chance, Leute. Das waren so viele. Egal wie es... Der Pott ist ja richtig groß und schwer. Ich hätte niemals ausweichen können. Das hätte nie geklappt. So. Ja, das Rumgehupe geht mir auf den Nerv. Jetzt geht's erstmal hoch wie der Brigant. Erstmal kurz fliegen. Vielleicht holen wir uns die Meter weg. Weil der Kollege da, der Barty, der macht ja so gar nichts. Ah, bohrst du in der Nase rum? Bist du AFK? Ich will bestimmt eine AFK-Pizza holen. Nein, Spaß. Ich weiß es nicht, wo er ist. Es wäre schön zu wissen, wenn ich wüsste. Weil das Ding da oben hat schon mindestens 4 Mann von uns weggebombt. Ich hab 2 da oben, da unten. Die ist da auch. Ich muss die fliegen. Da oben ist ein Speedy. Barty! Oh, was ist das für einer? Wo haben sie den rausgelassen? Okay, ich hab Bomben bei, 4 dicke Eier. Mal sehen, ob ich den Kreuzer holen kann. Obwohl es gefährlich ist. Oh Mann, jetzt kann ich nicht mehr. Es gibt keinen Heimweg. Er ist nicht zerstört worden, aber so wie der beschädigt ist, glaube ich nicht, dass er allzu lange noch rummachen kann. Also... Dem steht jetzt ganz schön viel bevor. Der hasst mich jetzt erstmal. Soll er? Ist mir scheißegal. So, was haben wir da hinten? Weiß nicht. Es ist halbwegs schnell. Werden mal probieren, das reinzuholen, also abzuschießen. Er ist halt total hinter dieser Inselgruppe.
Spur genau, ob da noch was dazwischen ist. Müssen wir auf Verdacht schießen, Leute. Das geht nicht anders da. Na, jetzt komplett weg. So. Die SM-91 ist noch drin. Schön, ne? Auch nicht schlecht. Und mit Bomben. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn nicht. So, was haben wir da hinten? Keine Ahnung. USS. Eine Summer. Das ist eine Summer, okay. Die große Bombe ist immer noch da oben. Wie viel hatten wir geholt? 5 Stück vielleicht. Ja, vielleicht. Das ist nur eine Vermutung, ne? Aber auf jeden Fall kann er so einiges geholt haben. Ich hasse es, wenn ich jetzt nicht ja, ich hätte den hier nicht. Und ich habe keine richtig gute Flak. Nicht auf dem Schiff. Dafür habe ich halt mittelprächtige Torpedos und allgemein Geschütze. Ja, scheiß auf Spitfire. Nimm lieber mal die SM da hinten vor. Fahren wir jetzt erst zur C? Ich hab schon vor ein paar Minuten hab schon gedacht, irgendwie geht das hier noch zu langsam voran. Ja. Schnarchtypen. Okay, wir kümmern uns da hinten um die... Was auch immer das ist. Aua! Jo. Erstmal heftig Flankenfeuer von der Detroit. Scheiße. So, was haben wir denn da? Eine Porter. Haben wir die nicht vorhin schon ordentlich bekämpft? Ich glaube ja. Vorhalten, würde ich sagen. Viel mehr vorhalten. Ne, es reicht, es reicht. Trotzdem. In der Hoffnung auf darauf, dass ich deinen Geschütztürme treffe. Ich kriege Nachladezeit. Munitionsunterricht wird absolut geil. Munitionswechsel. Zack, 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 zack. Ja, geschützt ein, ist tot, sehr schön. Genauso soll es sein. Hier verhalten, aber ansonsten funktioniert. Ich mache mich fertig. Ich mache mich fertig. Hier sorge ich für, bei dir sorge ich dafür, dass du nicht mehr lange bist. Oh mein Gott. Ja, ja. Seht ihr, wo das Feuer ist? Vorne. Wenn er das nicht gelöscht kriegt, dann explodiert ihm die ganze Munition. Oh Mann. Wer war das? Armseliger Haufen, ey. Oh. Ja, das ist der Zerstörer von unten letzten Reise ist unterwegs. Autsch. Er hat auf mich abgesehen. Oh mein Gott. Also, wir fahren mal mit Volldampf voraus, schön dem A entgegen. Bremsen damit ihren... Ja. Warum kriegen unsere Leute 10 nicht hin? Da waren vorhin 2 Stück. Ich kann mir nicht vorstellen, okay, Zerstörer 1936, also auch Mob genannt, ist schon nicht ohne. Aber jetzt mal ehrlich. Oh. Oh. Ich habe mich ja knapp übersehen. Ja, dann auch was abgekriegt, aber nicht viel. Okay. Da hinten ist was. Das ist klein, das ist, nee, das ist groß. Groß, nee, das ist klein. Noch einmal ein Mob. Oh mein Gott, da kommt was runter. Nein, kill die doch. Mach platt die Sau. Oh mein Gott. Oh my goodness. Oh.
die Seemine um ein Haar rein. Um ein Haar, vielleicht noch ein paar Millimeter, dann wäre es aber für mich geschehen. Das war haarscharf. Oh shit. Da ist der nächste. Komm, mach ihn Platz, mach ihn Platz, mach Platz. Richtig, Treffer, sehr schön. So gefällt mir das. Was ist das da hinten? Keine Ahnung. Ich kenn's nicht, ist mir egal. Ich mach, schieß einfach drauf. Oh mein Gott. Das ist sofort da. Oh, nicht, dass ich ihn so richtig dafür bezahle. So viel zu dem Thema, ich treffe noch nicht kritisch. Ich bin so weit von A entfernt und hab mein absolutes Duell mit dem hier. Nee, ich werde es nicht mehr schaffen, Leute. Eine Teammate hinter mir. Scheiße, aber runtergezogen das Drecksding mit der Flak. Jo, Book neu, Kollege. Leg los. Oh, der hat doch noch eine Fletcher gegen dich, Leute. Sag mir es, wie es ist. Ich glaube, wir werden verlieren. Jo. Blub, blub, blub. Sieht aber immer wieder interessant und schön aus, wie das, ne, so runtergeht. Ach, guck mal, da sind sogar Zahlen auf dem Rumpf. Wir haben verloren. Das ging schnell rum. Schade eigentlich. Es war keine so, aber es war eine dennoch sehr erfolgreiche Schlacht aus meiner Sicht. Ich komme mit den, kam jetzt mit dem Prienbuch doch ganz gut voran. Kann natürlich sein, dass dieses Zielding dann da, tatsächlich krieg noch was nachgeschmissen, verbessert haben. Ich weiß es nicht, ist mir auch egal. Hauptsache, ich treffe meine Ziele und gut ist, ne? Das ist die Voraussetzung und es hat jetzt mega Spaß gemacht. Ich mache den Entfernungsmesser. Da macht man nichts falsch. So, damit haben wir das geschafft. Ja, das war's. War aber dennoch, ja gut, das Team hätte sich ein bisschen mehr anstrengen können. War jetzt nicht so der Punkt. Mit dem Flieger kam ich ja gar nicht so ran. Es war halt ein Dilemma. Obwohl, doch, kam schon ran. Also, ich habe schon übel. Aber ich habe leider keinen Kill gekriegt dafür. Ja, Abschusshilfe, aber gut. Ja. Obwohl, er sagt mir hier nur 21 Punkte für die Bukanier. Das heißt, ja. So gar nichts gekriegt. Schade eigentlich, gar nichts. Würdest du mich verscheißern? Ja, wirklich sind kaum Punkte reingekommen. Schade eigentlich, wenn ich überlege, was für einen Schaden ich angestellt habe bei dem Ding. Ja, ich hätte vielleicht doch die Wildwind nehmen sollen, obwohl weniger Bombenqualität. Dafür Jagdfähigkeiten. Ja. Aber die Mäh da oben am Himmel hat uns ja ganz schön Ärger gemacht. Das Ding hat uns ja richtig schön... Boah. Alter, ich will nicht wissen, wie viele zu seinem Opfer gefallen sind, außer meine Wenigkeit jetzt... Da war noch mehr. Aber meine Flak hat ihn umgelegt. Der wird jetzt, ne, der wird sich jetzt denken, jo, was soll's. Ja, das, was der weggebombt hat, hat der kohletechnisch schon für die Reparatur, was das Flugzeug angeht, schon lange eingefahren. Das ärgert mich ein bisschen, aber gut. Ja, dann, das war's, Leute. Ich hoffe, es hat gefallen. Es hat Spaß, mal zuzugucken, wenn dem so ist, ne. Wäre ein Like oder ein Abo mal mega nice. Das könnt ihr wirklich mal machen, das wäre schön. Und ansonsten, ja, wir hören uns am Mittwoch wieder mit, was habe ich geplant, Panzerfahren, Nation. Das war so, sie haben nämlich ja auch was geändert. Ich kann mich nationstechnisch noch nicht so entscheiden. Entweder machen wir die Amerikaner auf Rating 8.0, ne? Oder ich gehe mit den Deutschen rein, nicht mit dieser Konstellation hier, mit den Deutschen rein. Und zwar, weil sie haben am Rating von den Tiger 2 Modellen rumgeschraubt, wie ihr seht. Tiger 2H hat jetzt hier Rating 7.0, der Simmering ist auch 7.0. Könnte, ist natürlich wieder doof, aber könnte auch wieder spannend dann werden. Wer weiß das schon. Und dann nehme ich halt... Ja, gucken wir mal hier, einen von denen da, von den beiden mit, um den hier zu erforschen, was weiß ich.
Ja, ich habe es immer noch nicht richtig hingebracht. Woran liegt's? Kann ich euch persönlich nicht sagen. Ich bin momentan nicht so nicht so intensiv. Ich spiele schon sehr, ja, meine zumindest 3 Stunden spiele ich mindestens schon. Aber es gibt halt so viele Spiele, die jetzt draußen sind. Ne? New World, Diablo 2, dazu bekommt ihr übrigens auch Videos dazu. Am Wochenende nachgeschmissen, zumindest zu Diablo 2. Geht dann eine Stunde. Ja. Ja, ist halt so eine Frage. Ne? Und dann halt noch irgendwann die Tage startet, dann halt auch noch Battlefield 2042. Und wenn das startet, Leute, ich sag's euch gleich, dann kann mich War Thunder mal kurz am A. Nein, Spaß. Ich werde dann trotzdem meine Runden machen hier, meine üblichen, aber ich werde halt auch sehr viel Battlefield zocken. Werden wir mal, vielleicht kann ich sogar, obwohl, nee, das ist zu früh. Tutorial mit den Waffen und alles, ich meine, es kann sich noch so viel ändern. Aufgrund des Feedbacks der Spieler, ne? Da kann sich noch so viel ändern, ja, nee. Aber trotzdem werde ich Videos dazu machen. Vielleicht packe ich sogar bis dahin einen Stream zu machen. Oder ich werde bei einem sehr netten Freund von mir in seinen Livestream drin sein, weil das ist ja alles Crossplay und alles und er zockt über die PlayStation und dann gehe ich einfach mit in seinen Stream hinein und zocken Seite an Seite glorreich in den Sieg hinein. Ne? Wollen wir mal sehen. Wenn's wirklich so, dann sage ich euch Bescheid. Da wird ein kurzes Infovideo da sein und der Link dazu von ihm, von seinem na, helf mir. Kanal. Oh Mann, ey, jetzt vergesse ich schon das. Schrecklich. Ne, ich habe Hunger, Leute. Es riecht hier wunderschön nach Chicken Wings und ich will sie jetzt essen. Daher vergesse ich alles. Ja, also werde ich dann auf jeden Fall da, ne, auf jeden Fall dabei sein. Gut, dann wünsche ich euch allen noch, wie gesagt, einen wunderschönen Tag. Wir hören uns wieder am Mittwoch und ja, bis dann. Ciao.